Die Kollegin Sarah Wagenknecht ist die nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke. Ja, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Vom organisierten Geld regiert zu werden, ist genauso schlimm, wie vom organisierten Verbrechen regiert zu werden. Nein, liebe Damen und Herren vom Verfassungsschutz, Sie müssen diesen Satz nicht mitschreiben. Er stammt nicht von einem Kommunisten. Ja, Sie sagen Blödsinn. Wissen Sie, von wem der Satz stammt? Von dem amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt. Und Franklin D. Roosevelt hat diesen Satz nicht einfach nur dahergeredet, sondern er hat die Konsequenzen gezogen. Er hat nämlich in seiner Regierungszeit den Finanzsektor massiv reguliert. Denn das war die Konsequenz aus diesem Satz. Von solcher Konsequenz ist leider die Bundesregierung Lichtjahre entfernt. Der Ausbruch der letzten großen Finanzkrise liegt inzwischen gut 3 Jahre zurück. Damals haben die Staaten die Banken zum ersten Mal mit Billionen an Steuergeld gerettet aus dem selbstverschuldeten Schlamassel. Und viele Staaten haben sich dadurch so viele Schulden aufgehalst, dass sie eben jetzt selbst zunehmend in die Pleite schlittern. Angeblich ging es ja nur um die Konten der Kleinsparer. Und angeblich sollte dieser großen Regulierungswelle, dieser großen Rettungswelle damals eine mindestens so große Regulierungswelle folgen. Und so sollte verhindert werden, dass es jemals wieder Cash for Trash, also Steuergeld für Finanzmüll, geben muss. Das ist fast 3 Jahre her. Und 3 lange Jahre wurde die Öffentlichkeit mit Scheinaktivitäten hingehalten und getäuscht. 3 lange Jahre ist faktisch nichts passiert. Das Casino wurde nicht geschlossen. Es ist heute faktisch größer als je zuvor. Es wird sogar aktuell gerade von der Europäischen Zentralbank noch mal mit zusätzlichen 100 Milliarden an Spielgeld ausgestattet. Und nahezu alle Geschäfte, die den Finanzcrash von 2008 ausgelöst haben, sind unverändert legal, werden unverändert gemacht. All die undurchsichtigen und dubiosen Derivate, vor denen Warren Buffett schon 2002 gewarnt hat, indem er gesagt hat, das sind finanzielle Massenvernichtungswaffen. All diese Derivate sind nach wie vor auf dem Markt. Banken wie die Deutsche Bank verdienen sich dumm und dämlich mit diesen Derivaten. All diese zweifelhaften Verbriefungen, die sich damals als Giftpapiere, als toxische Papiere entpuppt haben, auch diese Papiere werden nach wie vor fleißig von den Banken zusammengebastelt, neuerdings zum großen Teil auch bei der EZB abgeladen. Keine Bank darf so groß sein, dass sie wieder Staaten erpressen kann. Das hatte Frau Merkel im Krisenjahr 2008 öffentlich verkündet. Und? Haben Sie irgendeine private Bank in Deutschland verkleinert? Sie haben das Gegenteil gemacht. Sie haben gefördert und unterstützt, dass die 2 größten privaten Banken noch größer geworden sind, indem Sie noch andere Banken, nämlich die Commerzbank, die Dresdner und die Deutsche Bank, sogar 2 Banken übernommen haben. Das haben Sie ja politisch auch noch unterstützt. Und das lässt eigentlich nur einen Schluss zu. Sie fühlen sich offenbar ganz wohl in der Abhängigkeit von den Banken. Das mag vielleicht auch damit zu tun haben, dass von Allianz und Co. regelmäßig Millionen an Spenden rüberkommen, sowohl an die Regierungsparteien als auch an SPD und Grüne. Aber bei solcher Bankenhörigkeit, dann kommen eben immer wieder solche Gesetzesentwürfe raus, wie wir sie gerade aktuell auf dem Tisch liegen haben. Ihre letzte Bankenrettungsrunde, damals noch in der Großen Koalition, hat die deutsche Staatsverschuldung um 265 Milliarden Euro nach oben getrieben. Und jetzt sollen den Banken erneut 480 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden, zu ähnlich unsäglichen Konditionen wie 2008. Also ich finde es ehrlich gesagt irgendwie unglaublich, was Sie sich eigentlich trauen. Auch die tolle Bankenabgabe, die hat sich ja als völliger Flop erwiesen. Was waren das für große Ankündigungen? Die Banken sollten jetzt einen Fonds speisen, von dem künftige Rettungsmaßnahmen finanziert werden. 70 Milliarden sollten so zustande kommen. Nun hatte die Linke damals schon gewisse Zweifel, dass sich die nächste Finanzkrise an Herrn Schäubles Planung halten und erst in 35 Jahren eintreten wird, weil sie hatten damals angesetzt, dass jährlich die Bankenabgabe 2 Milliarden einbringt. Das hieße, nach 35 Jahren hätte man diese 70 Milliarden zusammengebracht. Aber das war alles noch viel zu optimistisch.
Von 2 Milliarden Einnahmen kann keine Rede sein. Die Bankenabgabe hat gut 500 Millionen im letzten Jahr eingespielt, bei den Banken einkassiert. 500 Millionen, das ist nichts. Allein die Deutsche Bank beläuft sich, der Betrag, den die Deutsche Bank den Steuerzahlern verdankt, beläuft sich auf 30 Milliarden Euro. 30 Milliarden Euro an Forderungen hat die Deutsche Bank nicht abschreiben müssen, weil die Staaten andere Banken gerettet haben, nämlich die Hypo Real Estate, die EKB in den USA, die AIG und so weiter. 30 Milliarden, das entspricht dem gesamten harten Kernkapital der Deutschen Bank. Das heißt, auch dieses Institut wäre komplett pleite gewesen, wenn die Staaten nicht mit Rettungsmilliarden eingegriffen hätten. Aber auf die Idee, sich diese 30 Milliarden vielleicht einmal zurückzuholen von einem Finanzinstitut, was Boni ausschüttet, was Dividenden ausschüttet, diese Idee ist offenbar völlig außerhalb der Vorstellungskraft dieser Bundesregierung. Fordern und fördern, das gilt offenbar nur für Arbeitslose, wobei es auch hier in der Regel auf Fordern und Drangsalieren herausläuft. Aber bei den Banken gilt dagegen offensichtlich, fördern und vergessen und auf Zuruf wieder fördern, wenn es darum geht, dass die Banken wieder etwas brauchen. Ich finde, das ist ein einziger Skandal, diese Politik, die ja gemacht wird. Die Schätzung, dass die Deutsche Bank dem Steuerzahler 30 Milliarden verdankt, die hat Herr Steinbrück in die Öffentlichkeit gebracht. Ich denke, er kann das vermutlich gut einschätzen, denn er war ja damals der deutsche Finanzminister, als diese erste große Bankenrettungsrunde lief. Das heißt, er hat sie natürlich wesentlich mitverbrochen. Das ist schon so. Und deswegen muss ich auch noch mal auf die Rettung der Commerzbank zurückkommen. Nicht, weil das damals alles so schlimm war, das war es, aber weil genau das Gleiche natürlich wieder droht. Gucken wir uns doch noch mal an, was damals passiert ist. Diese Rettung der Commerzbank ist tatsächlich so gelaufen, wie sie nachteiliger für den Steuerzahler und vorteilhafter für die Aktionäre überhaupt nicht hätte sein können. 18 Milliarden, das ist schon mehrfach erwähnt worden, wurden in diese Bank gepumpt. 18 Milliarden in eine Bank, die am Markt 3 Milliarden wert war. Mit den 18 Milliarden hätten Sie natürlich alle Aktien der Commerzbank kaufen können. Sie hätten übrigens damals sogar noch alle Aktien der Deutschen Bank gleich mitkaufen können. Aber stattdessen haben Sie sich auf einen Anteil von 25% beschränkt. Und der Rest wurde dieser Bank als stille Einlage zum Nulltarif zur Verfügung gestellt, zum faktischen Nulltarif. Nicht mal 2010, wo die Commerzbank wieder Milliardengewinne gemacht hat, nicht mal 2010 hat diese Bank einen müden Euro an Zinsen gezahlt. Ich kann mir wirklich keinen privaten Investor vorstellen, der zu solchen Harakiri-Konditionen Geld zur Verfügung stellen würde. Mindestens 2 Milliarden Euro sind dem deutschen Fiskus durch diese aberwitzige Konstruktion an Einnahmen verloren gegangen. Mit diesen 2 Milliarden Euro hätten Sie übrigens 20 Jahre lang ohne Probleme für alle Wohngeldempfänger in Deutschland den Heizkostenzuschuss zahlen können. Aber Sie brauchen ja keinen Heizkostenzuschuss zu zahlen, weil wegen unerbittlicher Sparzwänge wurde der ja von dieser neoliberalen Koalition 2010 mal eben gestrichen, weil man sich den ja nicht leisten kann. Das zeigt doch offensichtlich, wir müssen scheinbar immer nur deshalb sparen, um uns immer wieder solche Rundum-Sorglos-Pakete für die Banken leisten zu können. Und das ist eine unerträgliche Politik. Es ist ja auch kein Wunder, dass die einzige begeisterte Rückmeldung auf das vorliegende Gesetz vom Bankenverband kam. Selbst Herr Hüter vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft fordert inzwischen eine zwangsweise Teilverstaatlichung der Banken. Und er hat natürlich auch recht. Denn viele kleine und mittlere Unternehmen haben ja schon seit Jahren Schwierigkeiten, Kredite zu günstigen Konditionen zu bekommen. Und natürlich besteht die Gefahr, dass diese Schwierigkeiten jetzt noch akuter werden, weil die Banken eben wegen ihrer eigenen Probleme noch schlechtere Kreditkonditionen weitergeben. Eine Bank wie die Deutsche verwendet übrigens gerade mal 4% ihrer Bilanz für gewerbliche Kredite. Mit dem Rest wird gezockt und spekuliert, bis der Staat wieder retten kommen muss. Und ich denke, auch das zeigt einmal mehr,
Finanzstabilität ist ein öffentliches Gut, und deswegen gehört der Finanzsektor nicht in die Hände unverantwortlicher Zocker und Renditejäger, sondern er gehört in die öffentliche Hand, weil das die einzige Chance ist, diese Banken endlich klein zu regulieren, diese Banken wieder zu verpflichten, ihre Aufgabe zu erfüllen. Und ihre Aufgabe, verdammt nochmal, ist nicht zu spekulieren, sondern Diener der Realwirtschaft zu sein und den Unternehmen günstige Kredite zur Verfügung zu stellen. Unregulierte Wettbuden dagegen mit immer neuen Steuergeldern zu stützen, ist unerträglich und verantwortungslos. Und es geht ja auch aktuell gar nicht nur um die Kosten für den neuen Bankenrettungsfonds. Auch der neue Euro-Rettungsschirm ESM muss ja noch mal mit 22 Milliarden ausgestattet werden. Und dazu kommen 168 Milliarden Euro für Bürgschaften. Und das in einer Situation, wo hier im Land unzählige wichtige Dinge nicht finanziert werden, weil wir angeblich kein Geld haben. Viele Schulen befinden sich in einem beklagenswerten Zustand. Kommunen können ihre Krankenhäuser nicht mehr ordentlich ausstatten, weil sie kein Geld haben. Der Hartz-IV-Regelsatz für Kinder ist nach wie vor verfassungswidrig niedrig. Und für alles das fehlt angeblich das Geld. Das ist doch eine riesige Heuchelei, die Sie hier betreiben. Sie diktieren ganz Europa Schuldenbremsen, und im selben Atemzug erlassen Sie Gesetze, von denen Sie ganz genau wissen, dass Sie die Staatsverschuldung weiter in die Höhe treiben werden. Das ist Ihre Politik. Ja, nehmen Sie sich eigentlich selber noch ernst? Und hier zeigt sich natürlich auch, eine Behörde, die sich um den Schutz unserer Verfassung tatsächlich kümmern würde, hätte heute in Deutschland tatsächlich einiges zu tun. Sie könnte sich beispielsweise um die kümmern, die der Ansicht sind, dass man zum Zweck der Bankenrettung auch mal eben das Budgetrecht des Parlaments einschränken oder umgehen kann. Oder um die, die der Meinung sind, dass parlamentarische Prozesse eigentlich nur stören, wenn sie denn die Märkte beunruhigen. Oder um die, die ins Gespräch bringen, dass wir plötzlich eine marktkonforme Demokratie brauchen. Keine dieser Absurditäten ist im Grundgesetz vorgesehen. Sie widersprechen ihm sogar ausdrücklich. Und deswegen meine ich, es bleibt dabei, vom organisierten Geld regiert zu werden, ist genauso schlimm, wie vom organisierten Verbrechen regiert zu werden. Heute wird Deutschland und Europa vom organisierten Geld regiert. Und diese Bundesregierung ist eine besonders emsige und devote Vollstreckerin seiner Wünsche. Die Linke wird im Unterschied auch zu SPD und Grünen sich an diesem schmutzigen Geschäft niemals beteiligen. Und deswegen werden wir auch heute gegen diesen Gesetzentwurf stimmen. Danke Ihnen. Das war der